Ukraine, Ostkonflikt, die Amerikaner spielen mit rein. Ich würde das Format gerne so aufbauen, dass jeder von euch 1 bis 2 Minuten pro Antwort hat. Im Rahmen der Kriegsgefahr um die Ukraine wird ja immer der Name Putin erwähnt. Ich denke, man sollte da andere Namen angucken. Ja, FBI war kurz da. Tut mir leid, meine lieben Freunde. Wir wollten gerade Ernst Wolf mal kurz googeln. Also das Kriegsrisiko ist real, aber ich sage hier immer, folgt dem Geld. BlackRock, Vanguard, State Street und Fidelity, die stehen hinter allem. Also das muss man mal klar sagen. In Wirklichkeit sind wir inzwischen längst in der Hand einer Kraft, die diese ganzen nationalen Grenzen längst gesprengt hat. Der haut die Dinger einfach so raus, Digga. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Ich hab gerade noch gesehen, das Video von Florian Humm wurde mir hier gerade unten angezeigt. Was hat das auf sich? Man kann es, dass wir Stichpunkte in den Raum werfen und jeder aus seinem Fachgebiet das Beste mitgibt, damit der Zuschauer maximalen Mehrwert an Content hat. Und das aktuelle Thema, das uns alle überschattet, das wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und Monaten uns alle überschatten wird, ist das Thema Ukraine, Ostkonflikt, die Amerikaner spielen mit rein. Ich würde das Format gerne so aufbauen, dass jeder von euch 1 bis 2 Minuten pro Antwort hat, damit der Zuschauer wirklich die maximale Transparenz hat, verschiedenste Ansichten. Und starten wir doch mit dir auf deinem Kanal, Florian. Kriegsgefahr ist ja nicht nur der militärische Krieg oder dieser Drohnenkrieg. Es geht um Subversion, es geht immer wieder um Regime Change, es geht um Wirtschaftskriege. Und das sind alles ernstzunehmende Marktfaktoren. Vor allem, wenn ein Kriegsgebaren die europäische Erdgas- und Energiesicherung oder Rohöl oder so gewisse industrielle Metalle wie Nickel betrifft. Aber es ist nicht nur eine Zone. Wir haben auch im Südchinesischen Meer und Taiwan Konfliktherde. Wir haben in der Straße von Hormuz enorme Konfliktherde und vor kurzem im Vorgarten Amerikas. Die sehen das ja, haben ja sehr großen Vorgarten. In Chile ist eine linksgerichtete, Allende-ähnliche Regierung an die Macht gekommen. Das hat natürlich für Aluminium und Kupfer eine elementare Bedeutung. Wenn hier wieder wie in Venezuela zum Beispiel ein System absteigt oder abgestiegen wird, das sind ernste Faktoren, ja, weil sie tatsächlich nicht nur die Wirtschaft. Ich habe dem Hom übrigens eine Interview-Anfrage geschickt. Leider hat der nicht zugesagt, weil das wäre, glaube ich, auch eine interessante Nummer gewesen. Ich mag auch die Kombination aus etwas älteren, weiseren Männern und einem Typen, der noch ein bisschen jünger ist. So. Bringt ein bisschen Abwechslung rein in diese YouTube-Nummer, weißt du? Belasten oder die Börse, sondern das Leben jeden einzelnen Bürgers eigentlich direkt. Jetzt haben wir die Kriegsgefahr in der Ukraine. Wie schätzt du das ein, wo wir die Reise hingehen und was sind die Hintergründe? Ich denke, dass wir im Moment erleben, dass Ängste geschürt werden, egal in welchem Bereich. Also wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, dass die... Für die Aussage wurde ich übrigens hart hops genommen, wo ich gesagt habe, es werden Ängste geschürt. Da habe ich das eine Video hochgeladen, was auch so ein bisschen mein Fehler war. Ich habe es am falschen Tag hochgeladen. Ich hätte es sofort hochladen müssen, nachdem ich es aufgenommen habe. Ich habe es 2 Wochen später hochgeladen, an dem Tag, wo dann auch der Krieg ausgebrochen ist. Aber ja, da hat der Twitter-Bubble und die üblichen Verdächtigen Besserwisser Kuchen TV und Texas haben sich dann direkt darauf gestürzt. Ja. Er sagt das Gleiche. Angst vor einer Krankheit benutzt wurde, um den Leuten demokratische Rechte abzuerkennen. Wir erleben seit einiger Zeit, dass der Klimawandel als Vorwand genommen wird, um die Leute unter Druck zu setzen. Und jetzt kommt auch noch die Kriegsgefahr dazu. Ich will nicht sagen, dass diese Kriegsgefahr nicht real ist, aber ich denke, man muss da schon auch hinter die Kulissen gucken. Und im Rahmen der Kriegsgefahr um die Ukraine wird ja immer der Name Putin erwähnt. Ich denke, man sollte da andere Namen angucken. Also ein Name, der den meisten wahrscheinlich nicht geläufig ist, ist Hermann Greff. Das ist der Chef der Sberbank in Russland. Das ist die wichtigste Bank in Russland. Und diese Bank arbeitet ganz offensichtlich mit dem World Economic Forum zusammen. Die haben nämlich beim Cyber Polygon vor einigen Monaten in federführender Form mitgemacht. Also ich denke, dass da auch sehr viele Dinge im Hintergrund ablaufen, von denen wir keine Ahnung haben. Aber ganz wichtig finde ich die Grundtatsache, dass hier immer wieder neue Ängste geschürt werden, um die Leute immer weiter zu unterdrücken. Leg it out, man. Auf jeden Fall wollten wir gerade, ja, FBI war kurz da, tut mir leid, meine lieben Freunde, wir wollten gerade Ernst Wolf mal kurz googeln, bevor der Kollege weiterredet. Sehr interessanter Dude.
Also hat gute Ansichten hier gerade rausgehauen. Gucken wir mal, ob er auch als Verschwörungstheoretiker dargestellt wird von Wikipedia. Ernst Wolf, 1950, ist ein deutscher Autor. Schwerpunkt seiner oft in sogenannten Alternativmedien veröffentlichten Beiträge ist die Kritik an der internationalen Finanzwirtschaft. Im ersten Satz nichts mit Verschwörungstheoretiker. Das ist doch mal was Neues hier von Leuten, die sich kritisch... Vollfuchs in Südostasien auf und ging in Deutschland zur Schule. Nach eigenen Angaben musste er die USA verlassen, nachdem er Artikel veröffentlicht hatte, in denen er den Vietnamkrieg kritisierte. Er war in unterschiedlichen Berufen tätig, unter anderem als Journalist, Dolmetscher und Drehbuchautor. Wolf ist geschieden, Vater von zwei Erwachsenen. Ach krass, Digga. Nach eigenen Angaben musste er die USA verlassen, nachdem er Artikel veröffentlicht hatte, in denen er den Vietnamkrieg kritisiert. Seine Bücher handeln von den wechselseitigen Beziehungen zwischen Politik und Wirtschaft, insbesondere von der Geld- und Finanzwirtschaft und von dem Internationalen Währungsfonds IWF. Weltmacht IWF stand auf der Spiegel-Bestsellerliste für Bücher im Bereich Wirtschaft. Finanztsunami stand auf Platz 1 der Bestseller im Bereich Wirtschaft des Manager-Magazins. Nicht schlecht! Hören wir weiter, was der gute Herr Wolf zu sagen hat. Wie hier in Deutschland sitzen, ist natürlich, wenn es zu diesem Konflikt kommt, mal abgesehen von den Menschen, die unter diesem Krieg leiden würden, dass hier die Lichter ausgehen. Schätzt ihr das auch so ein? Also rein statistisch, das betrifft ja nicht nur uns, sondern selbst unsere französischen Nachbarn mit 30% der Energieerzeugung kommt durch russisches Erdgas. Und bei uns sind es 50% und beim Rohöl auch grob 50%. Dann sind wir zumindest als Industriestandort etwas gelackmeiert, dürfen uns dann das wesentlich umweltunfreundlichere Fracking-Gas aus den USA importieren. Das ist zudem auch noch wesentlich teurer. Und Nord Stream 2 ist dreimal umweltfreundlicher als die alten Ukraine-Pipelines. Also aus einer Umweltperspektive macht das überhaupt keinen Sinn. Und es ist mir für mich auch relativ offensichtlich, ich habe dazu auch ein Video gedreht, das geht mehr in die Tiefe, aber man kann doch nicht erwarten, dass man aus Russland abgeklatscht wird, wenn man zu Zeiten Gorbatschows und Reagans ein Agreement macht, in dem man sagt, hier ist unsere Ostgrenze und dann tut man sukzessive 14 weitere Nationen in die Ukraine integrieren und Brzezinski, damalige Präsidentschaftsrate in Militärfragen, sagte ganz klar, wenn wir die Ukraine knacken, dann stirbt das euroasiatische Russland. Und da muss man auch nur mal auf die Weltkarte schauen, warum ist denn Belarus und Ukraine so wichtig? Dann ist eine geschlossene Front gegen Russland, man ist praktisch isoliert. Man wäre ja auch aus dem Mittelmeer über das Schwarze Meer verbannt. Das wäre ein Meisterzug. Weil Russland ist letztlich das. Ist halt eine sehr interessante Nummer, weißt du, wie ich meine so? Das ist so, damals wurden Einigungen getroffen bezüglich den Ländern, also weiter in den Osten sich auszubreiten mit der NATO, wurden Einigungen getroffen, Deals gemacht, die dann nicht eingehalten wurden. Und das ist halt so, da muss man sich halt wirklich dann mit der Geschichte nochmal auseinandersetzen und beschäftigen, anstatt immer zu sagen, einfach nur jetzt der böse Russe, der ist der Feind. Beschäftigt euch halt wenigstens mit der Historie dahinter, wie es dazu gekommen ist und wie es auch schon mal dazu gekommen ist. Das ist halt eine wichtige Nummer. Paradies der Welt mit sehr wenigen Einwohnern. Vielleicht läuft es nicht ganz so einfach, weil ich glaube nicht, dass das die erste Wahl Russlands ist oder Putins, aber momentan bildet sich eine ganz klare Phalanx zwischen Iran, China und Russland und anderen Satelliten, ehemaligen Sowjetsatellitenstaaten. Und da wird eine Grenze gezogen. Also das Kriegsrisiko ist real, aber ich sage ja immer, Volk dem Geld. Und wer profitiert davon am allermeisten? Und das ist diesmal nicht so direkt die finanziell digitale Elite, sondern eher die militärisch-industrielle Rohstoffkonföderation in den USA. Die sind die Net Gainers und die sind ganz traurig, dass die Finanzer und die digitalen
so viel absahen, die sind schwer ins Hintertreffen geraten, die wollen auch mal ihren Tag wieder in der Sonne haben, Dominik. Ja, also, ich hatte großes Mitleid. Ja, und im Hintergrund stehen immer die großen Vermögensverwalter. Da natürlich. Immer BlackRock, Vanguard, State Street und Fidelity, die stehen hinter allem. Also das muss man mal klar sagen. Also ich habe mir neulich mal angeguckt, wie groß der Wert der von denen verwalteten Vermögen ist. Also allein die ersten vier verwalten inzwischen 24 Billionen US-Dollar. Und das Interessante ist auch die Wechselbeziehung zwischen denen. Also BlackRock ist die größte Vermögensverwaltung. Die verwalten ungefähr 9,6 Billionen im Moment. Aber interessanterweise ist deren größter Aktionär die zweitgrößte Vermögensverwaltung, nämlich Vanguard. Also die gehören zusammen. Ach du Scheiße. Dann wieder State Street und Fidelity haben als größte Investoren, was die Aktien angeht, auch wieder BlackRock und Vanguard. Zudem ist BlackRock auch noch der Hauptberater von der Federal Reserve und von der EZB. Also da ist ein kleiner Zirkel, der alles im Hintergrund dirigiert. Interessant. Das ist so krass, Digga. Ich finde, der hat echt klare Worte, der Ernst Wolf. Feier ich. Darum ist auch die Federal Reserve. Die Entscheidungen, die Federal Reserve trifft, werden fast alle von der Federal Reserve of New York getroffen. Und die Federal Reserve of New York ist in den Händen von großen Banken wie JP Morgan und Citibank. Und wenn wir gucken, wer deren Aktionäre sind, BlackRock. Ich küss dein Herz. Und Vanguard wieder. Also es sind immer die gleichen Leute, die da im Hintergrund die Fäden ziehen. Also kann man sagen, dass Larry Fink wahrscheinlich einer, oder wenn nicht sogar vielleicht aktuell der mächtigste Mann auf jeden in Fall. Diesem Spiel ist. Absolut, der ja. CEO von BlackRock. Du hast das Thema Der Lawrence Diggi. Und die Energiekrise droht. Ich hatte vor kurzem auf unserem YouTube-Kanal ein Gespräch mit einem Blackout-Experten. Da wurde mir persönlich ganz anders, denn das Thema Blackout ist anders als ein Stromausfall zu bewerten. Und gerade wenn wir jetzt uns die Nabelschnur mit Nord Stream 2 nach Osteuropa abschneiden, wäre meine Frage an dich, Florian, an der Stelle, kann Deutschland so dumm sein, diesen Fehler wirklich zu tun? Also was passiert da in Berlin, wenn ich mir eine Annalena Baerbock in der Ukraine, in Russland und sonst wo anschaue? Ist das ganz gezielt, um uns hier schwach zu machen? Also da gibt es immer diese klassischen Versprecher, lies auf Tim Kellner, die werden gut zitiert. Kobold, aber auch wollen wir dieses Europa verenden, ja? Mhm. Also ich weiß nicht, ob da so ein bisschen eine rhetorische Suboptimierung stattfindet. Oder ob das eintrainiert wurde an der Harvard Business School im Weltwirtschaftsforums Ausbildungsprogramm. Da war ich auch mal. Da laufen auch die CIA-Teams durch. Weltwirtschaftsforums Ausbildungsprogramm, wo die CIA-Teams durchlaufen in Harvard, Digga. Geile Nummer, oder? Also ist ganz normal, ja. Dass man da. Aber es sind alles nur Verschwörungstheorien. Auch die Leute, die selber in Harvard waren, wie zum Beispiel der Kollege, der rechts hier sitzt, da ist natürlich nur eine Theorie, was der hier von sich gibt. Ne? Kann man, es ist Geschwurbel. Eine Ausbildung bekommt. Und viele dieser Modelle entbehren jeglicher wirtschaftlicher Logik, sie entbehren jeglichen Humanismus. Und sie schwächen Europa. Also sie schwächen nicht nur Deutschland, sie schwächen Europa. Eine Energiepolitik, die komplett vorbei ist. Du kannst nicht ewig Branchenindustrien planwirtschaftlich durchstrukturieren, Zombie-Unternehmungen schaffen und meinen, du wirst nicht den wirtschaftlichen Werdegang der DDR gehen oder Russlands, noch vor Glasnost. Also das ist ziemlich sicher und wer profitiert, ist doch auch klar. Eine Phalanx Europa, wir gehen Osten, Russland, das ist ja super mächtig, das ist Know-how plus Ressourcen. Aber jetzt bildet sich halt diese chinesisch-russische Phalanx und Amerika ist ganz happy mit seinen 5 Augenländern und seinen koreanischen, japanischen, taiwanesischen, australischen, neuseeländischen, kanadischen und so weiter. Alliierten, das ist auch eine gute Macht. Wer profitiert, wenn es Europa schlecht geht? Nicht wir. Die USA haben, denke ich, ein gesundes Interesse, aber ihr habt ja beide in den USA gelebt. Du hast dort auch das College besucht, hast du in einem Vorgängervideo auf unserem Kanal bereits erzählt. Gab es nicht mal zu DDR-Zeiten ein Abkommen, dass man die Ukraine in Ruhe lässt, um dann entsprechend Teile der DDR wieder freizugeben? Ja, ja, klar. Also dieser ganze Konflikt, der ist ganz langsam angeheizt worden. Da hat man so eine Lunte mal gelegt, dann hat man das Feuer einfach so ein bisschen lodern lassen. Und das zieht man jetzt herbei. Und jetzt im Moment kippt man immer neues Öl ins Feuer.
Aber ich denke wirklich, dass im Hintergrund also auch einer der Gründe dafür ist, dass man die Energiekrise im Moment verschärft. Weil wir haben ja erlebt, dass in den letzten 2 Jahren uns alle möglichen demokratischen Rechte genommen wurden im Interesse der allgemeinen Gesundheit. Und ich denke, dass dieses Narrativ sich auf Dauer nicht aufrechterhalten lassen wird. Aber natürlich werden die Mächtigen diese Rechte nicht wieder zurückgeben. Es muss also ein neues Narrativ herbeigezogen werden. Und ich denke, dieses neue Narrativ, das wird der Klimawandel sein. Und um diesen Klimawandel zu befördern, braucht man natürlich eine Energiekrise. Und für diese Energiekrise braucht man einen Schuldigen. Und den Schuldigen hat man jetzt gefunden, das ist Wladimir Putin. Dem wird das alles in die Schuhe geschoben. Das Problem ist, was ich im Hintergrund... Boah, ich mag den voll. ...sehe, ist, dass tatsächlich auch teilweise Russland dieses Spiel offensichtlich mitspielt, weil Russland sich auch nicht in der Gesundheitskrise irgendwie ganz klar gegen den Westen positioniert hat oder gegen die ganzen Meldungen, die uns immer um die Ohren gehauen wurden. Und ich denke, in dieser Krise ist es die Rolle Russlands auch ein bisschen, dieses Ganze so am Laufen zu erhalten. Also ich glaube, dass da ganz große Mächte im Hintergrund sind und dass man die Welt heute nicht mehr so unter dem Aspekt sehen soll, ein Land gegen ein anderes Land, sondern nationale Grenzen spielen immer weniger eine große Rolle. In Wirklichkeit sind wir inzwischen längst in der Hand einer Kraft, die diese ganzen nationalen Grenzen längst gesprengt hat. Wo wir beim Punkt Energie... der haut die Dinger einfach so raus, Digga. Ich finde halt auch seine Wortwahl geil und seine Stimmlage auch. Schöne, klare Worte ohne links, rechts, schön durchfließend und die Stimme ist auch sehr angenehm, ne? Krise und Blackout-Gefahr in Deutschland werden. Du hast auch darüber gesprochen in einem deiner Videos, aber... Und auch die Argumente, also die Sachen, die er sagt, die klingen auch sehr durchdacht und sehr informiert, sagen wir so. Die Gefahr, dass die Lichter hier wirklich ausgehen, liegt ja daran, dass wir uns jetzt schon zu 100% abhängig gemacht haben. Die AKWs wurden abgeschalten, die Kohlekraftwerke werden abgeschalten, auch die Gaskraftwerke plant man perspektivisch. Wir fahren doch in eine Sackgasse und zwar mit Vollgas gegen eine Wand, oder wie schätzt du das ein? Also wir sind erstmal technologisch Weltmarktführer bei Energie. Freundlichen Kohlekraftwerken, wenn man das Jahr 2021 nochmal Revue passiert, dann ist sage und schreibe, die Kohleenergie ist deutlich gewachsen, die Wind- und Sonnenenergie ist tatsächlich geschrumpft und wir können in hochindustrialisierten Prozessen können wir nur sehr schlecht mit Windkraft und Solarstrom rechnen. Das kann auch eines Tages anders sein, aber wie belastbar ist denn unsere Gesellschaft letztlich und wie überlegt sind solche Maßnahmen, wenn wir hier auf Europa, auf Deutschlandbasis ein 1-Billionen-Programm fahren zur Grünifizierung unseres Landes. Ja, liebe Leute, das ist grob ein Drittel des Gesamthaushalts. Unglaublich. Der Wirtschaftsleistung, nicht des Haushalts. Es ist ja dreimal der Haushalt und ungefähr 10, also es ist ja unvorstellbar, was uns zukommt. Jetzt haben wir schon die höchsten Stromkosten der Welt. Wir haben die höchsten Abgabenlasten. Wir sind Verordnungsweltmeister und gleichzeitig sind wir nach dem Strengheitsindex der Oxford-Universität, gerade in dieser Pandemie, sind wir auch noch die stringentesten. Also liebe Leute, und wir kriegen hier als freidenkende Menschen, wir kriegen ständig solche Maßnahmen aufgetischt, dass wir komplett paralysiert sind, handlungsunfähig, mit uns machen lassen, was die wollen. Das ist aber uraltes Teilen und geiler Talk, Mann. Übernehmen Prinzip. Das ist viel älter als Caesar. Ja, das geht wirklich zu den Babyloniern und zu den Pharaonen zurück, diese Strategie. Sie ist echt plump und sie ist immer wieder historisch blickt. Es ist nur eine neue Version diesmal. Sie ist digitalisierter, Einklang zwischen dem Menschlichen und dem Digitalen verkörpert, wahrscheinlich durch Chips. Also eigentlich ist es langweilig. Aber wir müssen das auch transportieren, weil die Konsequenzen für Menschen, die nicht im Käfig sein wollen, die nicht dreimal am Tag gefüttert werden wollen im Käfig und die nicht irgendwas bekommen müssen, wenn sie Ohrschmerzen haben. Jeder, der das will, muss das verstehen. Und dann kann man was dagegen machen. So. Was ich ganz interessant finde dabei ist, dass uns alles, was an Einschränkungen immer erlassen wird und an Krise erzeugt wird, dass das uns verkauft wird als etwas, das für uns gut ist. Mhm.
Also es ist ja nicht mehr so heute, dass die irgendwie sagen, ihr müsst jetzt... Das sind meine Worte, Digga, nur halt oft besser ausgedrückt. ...den Leiden oder so, sondern es wird alles verkauft, als wenn es für uns von Vorteil wäre. Und da gibt es eine ganz interessante Personalie der letzten Wochen. Also da ist ja die Frau Jennifer Morgan von Greenpeace jetzt als zukünftige Staatssekretärin ins Außenministerium gebracht worden. Und das gehört ja auch in diese Strategie. Da wird jemand von Greenpeace ist angeblich also für eine grüne, schöne Welt, wird da reingebracht. Und ich habe mir diesen Lebenslauf von dieser Frau mal angesehen. Und der Lebenslauf von dieser Frau ist interessant, weil die hat sich ihr ganz Leben lang durchfüttern lassen, eigentlich immer von irgendwelchen Stiftungen, hinter denen genau die Leute standen, die sie offen kritisiert hat. Also da war die Ford Foundation, die Rockefeller Foundation, Bill und Melinda Gates Foundation, die waren im Hintergrund. Die hat aber selber immer gegen diese Sachen sich ausgesprochen. Ganz ähnlich verhält es sich, und das ist eine ganz interessante Personalie unserer Zeit, mit der... Finanzministerin von Kanada, Chrystia Freeland, also die ist gleichzeitig auch die Stellvertreterin von Justin Trudeau. Justin Trudeau ist ja einer der Young Global Leader vom WEF, und diese Chrystia Freeland ist nicht nur Young Global Leader, nein, die ist im Vorstand vom WEF zusammen mit Larry Fink und Kristalina Georgieva und Christine Lagarde, also mit der ganz absolut obersten Elite. Und diese Frau hat Bücher geschrieben über die Ultrareichen. Also die Bücher lesen sich wie, als wenn irgendein Anarchist die geschrieben hätte. Und das finde ich so interessant in unserer Zeit, dass die hängen mit denen ab, aber machen Leute genommen werden und uns die eine Einschränkung unserer Zukunft immer auferlegen, die also früher so gesprochen haben, als wenn sie zur extremen Linken gehören. Und da habe ich das mal so ein bisschen zurückverfolgt, und das ist eigentlich eine ganz interessante Entwicklung. Also bis 1989/90 gab es ja ein großes Feindbild, und das war der Kommunismus. Also alles, was kommunistisch war, war schlecht, der Antikommunismus war immer gut. Und dann gab es plötzlich eine große Leere, da gab es nämlich kein Feindbild mehr. Und dann kam der Terrorismus und der Moslem als der nächste Feind. Man als neues Feindbild den Terrorismus geschaffen. 2001, von da an war alles immer, also alles, was schlecht war, kam von den Terroristen her. Und dieses Narrativ zerfällt jetzt auch langsam. Gleichzeitig, was er vergessen hat, aber auch übertragen auf den Islam. Und das ist eine Sache, die ich schon immer so extrem traurig fand, dass seit diesem 11. September Geschehen 2001 halt eine ganze Religion quasi in den Schmutz gezogen wurde und für was hingestellt wurde, was es nicht ist, weißt du so? Dass dieses Terrorismus-Thema immer wieder, also immer in den Medienberichterstattungen und bei allen Themen immer mit reingezogen wurde, welche Religion diese Menschen hatten. So, das wurde vorher noch nie so extrem gemacht, da wurde es extrem gemacht, und das ist halt echt, ist krass. Braucht man ein neues Narrativ. Und das neue Narrativ besteht nicht mehr in Konfrontation, offener Konfrontation, sondern im Umarmen. Also man nimmt sich die ganzen kritischen Kräfte, man verleibt sich die ein und lässt die dann also praktisch das Gesicht der ganzen Sache sein, aber im Hintergrund gibt man den Leuten die Peitsche. Und ich finde also Chris, die Frau... Der haut krassen Real Talk raus, der Bruder, ja? Ernst Wolf, ich küsse dein Ernst. Morgan oder Chrystia Freeland sind wunderbare Gesichter dieser Entwicklung. Wenn wir uns gerade Kanada anschauen, Herr Trudeau ist ja auch bekanntermaßen Sympathisant Chinas. Und alles, was hier passiert, folgt natürlich dieser Agenda, die wir aus Asien aufs Auge gedrückt bekommen. Und da wären wir bei der großen Frage oder bei dem großen Thema der Machtverhältnisse. Wenn wir uns China, die USA anschauen und gerade Europa, die ja so ein bisschen als Ersatzspieler auf der Ersatzbank gefühlt sitzen, wäre die Frage hier mal in den Raum gestellt, wie bewertet ihr diese Entwicklung, dass China mit einer fertigen digitalen Zentralbankwährung in der Schublade sozusagen startklar ist und die Amerikaner zumindest eigenen... Ja, digitale Zentralbankwährung, das ist doch so eine Art Kryptowährung, ne? Hat China schon am Start, oder was? Und zufolge noch nicht mit der fertigen Lösung parat sind. Also lass mich da mal kurz drauf einsteigen. Man muss wirklich auch im Auge behalten, dass Xi, der Kommunistische Partei China, der auf Lebenszeit gewählt ist, tatsächlich auch integral im Weltwirtschaftsforum präsent ist. Das trifft auch auf Wladimir Putin zu, das trifft auch auf den Telegram-Gründer und Eigentümer zu. Also das ist ein großes Verwirrspiel. Aber bevor ich auf diese Thematik eingehe, weil ich mich ja wirklich fast mein ganzes Leben in diesen Kreisen bewegt habe, da darf man eins nicht vergessen, irgendwie haben alle so große Defizite, wir sind alle darauf trainiert worden, immer, egal was wir machen, Nummer eins zu sein. Und irgendwo hört das Teamplay da oben auf, weil Xi möchte der Gott sein dieser Welt. Vielleicht Biden, wenn er es noch schafft, ja, ein paar Jährchen. Putin, vielleicht hat er auch gewisse Allüren und so weiter. Und da gibt es schon eine gewisse Dissonanz, Dystonie, Disharmonie. Und das ist das
Das ist das Allererste. Und in der Umsetzung, die du wirklich gut charakterisiert hast, das nennt man in Amerika The Shills. Ja, das sind so die Alibi-Kritiker, die Vereinnahmung dieser Alibi-Kritiker. Was uns da aufgetischt wird in unserer Politikerkaste, die sind ja alle nicht gewählt, aber es ist nur möglich, weil wir eine super hohe Intransparenz haben. Ich verstehe sowieso nicht, warum wir kein Transparenzregister haben. Ich möchte wissen, ob das sind unsere, wir müssen mal unsere Mentalität stärken. Wir sind nämlich die Aktionäre und Geldgeber der Deutschland AG. Ich möchte wissen, ob Scholz beim Angelverein in Hamm einen Vortrag hält und wie viel er dafür bekommt. Ich möchte wissen, genau in welchen Kursen Frau Baerbock an der Harvard Business School ist, von wem die Reisen bezahlt worden sind. Ja? Und das ist doch nicht zu viel verlangt. Man verlangt doch. Machst du ja gerne im Hintergrund und dann schrecken die Menschen regelmäßig bei diesem Thema. Abgeordnetenwatch hat es gerade erst rausgehauen. Unser lieber FDP-Vorsitzender mit knapp 400.000 Euro Nebeneinkünften zwischen 2017 und 2020. Herr Gysi, mit dem hattest du gerade ein Gespräch, auch über 470.000 Euro zwischen 2017 und 2020. Selbst die AfD-Abgeordneten Nebeneinkünfte in dieser Größenordnung. Muss man sich schon die Frage stellen, haben wir eine Regierung, die dem Volk dient oder dient das Nein, Volk der das Regierung? Deswegen liebe ich ja die Arbeit von Ernst, ja. Also tief, ja. Schön tief einsteigt. Jeder weiß es aus der Marktwirtschaft, aus der Psychologie, das sind Anreizmodelle. Wer dich bezahlt, dem dienst du. Und die Verhältnismäßigkeit, das sind ja noch Peanuts, wenn man sich mal kurz die Konstellation Spahn und Ehemann Spahn anschaut. Das sind wirklich kleine Kuchen oder Pelosi, die sehr, sehr erfolgreichen Disney auf Optionen, was macht denn da die Speaker of the House of Congress mit Optionsgeschäften auf Google und Disney mit extrem sensationellen Renditen? Das ist einfach möglich wegen einer kompletten Intransparenz, die ist natürlich gewollt, aber manchmal sage ich auch, um jetzt als Politiker erfolgreich zu werden, brauche ich einen komplett unschlüssigen Lebenslauf. Wie kann denn Frau Baerbock, ich zitiere jetzt Presse, wie kriege ich einen Mastersabschluss, ohne vorher einen Bachelor zu haben? Ja? Oder ist es eine Grundvoraussetzung im Lebenslauf, dass ich schwerste Plagiatsvorwürfe habe, nicht nur in meiner Doktorarbeit, auch in meiner Masterarbeit wird das jetzt vermutet und werde dann Bürgermeisterin der größten Stadt Deutschlands. Das ist schon hart, Digga. Also das ist ja ein Gruselkabinett von Interessenkonflikten. Du musst ein Heuchler, ein menschenverachtender, lügender, an sich selbst denkender, egozentrischer Heuchler sein, um in der Politik erfolgreich zu sein. So. Und Inkompetenz und einen unschlüssigen Lebensläufen. Das wäre in einer dynamischen Unternehmung, international agierenden Unternehmung, wäre das schwer, die Kaffee servieren zu lassen. Ja, aber wir haben diese Parteien gewählt. Ist das nicht Coffee it out, man, Baerbock? Eine Reflexion unserer eigenen Verwirrung. Krass. Wo wir beim Thema wären, Ernst, du hast, glaube ich, die eine oder andere Bombe immer im Handgepäck, wenn es um die Wahlen, Vernetzung des digital-finanziellen Politkomplexes auch ein Stück weit geht. Ich denke, der Vorhang vor unserer Politik, den die Menschen sehen sollen, ist in Wirklichkeit ein ganz anderer. Und jetzt, um nochmal auf die Machtverhältnisse zurückzufinden, wer diktiert momentan, wie unser Spiel läuft, global gesehen? Also für mich ist das einfach der digital-finanzielle Komplex. Das sind also die großen IT-Konzerne, das sind die fünf größten. Das ist Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft und Meta, also früher Facebook. Und das sind die großen Vermögensverwalter, das sind BlackRock und Vanguard. Also diese sieben Unternehmen zusammen sind in meiner Meinung nach die Herrscher der Welt im Moment. Aber die haben sich natürlich jede Menge Hilfskräfte organisiert. Und eine der wichtigsten Hilfskräfte ist eben das World Economic Forum in Davos oder in Coligny am Genfer See unten. Das ist Klaus Schwab. Andere Hilfstruppen von denen sind zum Beispiel die Bill und Melinda Gates Stiftung. Ja. Hat auch eine ganz interessante Geschichte, weil Bill Gates wird immer den Leuten verkauft als Philanthrop, der den Menschen was Gutes tun wollte. Aber wenn man mal untersucht, wie diese
Stiftung entstanden ist, dann kommt man zu einer ganz anderen Einsicht. Die ist nämlich entstanden in den 90er Jahren. In den 90er Jahren war Microsoft, also die Firma, die Bill Gates in den 70er Jahren gegründet hat, in riesigen Schwierigkeiten, hatte jede Menge rechtliche Auseinandersetzungen mit dem amerikanischen Staat. Und dabei sind einige Dinge herausgekommen, die Bill Gates in ein sehr schlechtes Licht gerückt haben. Also ist herausgekommen, dass er Lizenzen von anderen gestohlen hat, dass er die Unwahrheit gesagt hat, dass er seine Kunden betrogen hat. Also der Mann stand wirklich in einem sehr schlechten Licht da. Und genau in dieser Zeit hat er eine Stiftung gegründet. Erstmal die William Gates Stiftung. Das hat noch nicht so richtig gezogen. Dann hat er die umbenannt, 1999, in Bill und Melinda Gates Stiftung. Also dieser Frauenname hat dann gezogen. Dann sind 2000, 2001 die Anwürfe gegen ihn vor Gericht außergerichtlich beigelegt worden. Und von da an hat diese Bill und Melinda Gates Stiftung richtig durchstarten können. Also der Start dieser Stiftung war nicht etwa, dass der irgendwelche philanthropischen Reize verspürt hat, sondern er musste sein Image in der... musste sich aus dem Shitstorm wieder rausholen. Bill, der... Öffentlichkeit aufbessern. Und der hat ja diese Bill und Melinda Gates Stiftung dann auch genau wie einen Hedgefonds geführt. Also das ist ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen. Die verfügen heute über ungefähr 50 Milliarden Dollar und geben dieses Geld natürlich nicht nur für gute Zwecke aus. Also es gibt da mehrere Untersuchungen, dass ein ganz kleiner Prozentsatz nur für gute Zwecke ausgegeben wird. Der Rest wird in Aktien hemmungslos, in Aktien auch von Rüstungskonzernen oder Fast-Food-Konzernen investiert. Also das ist eine von diesen Organisationen. Natürlich gibt es noch andere Organisationen. Da gibt es unter den Zentralbanken gibt's die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel, die Zentralbank aller Zentralbanken, die wiederum ganz eng vernetzt ist mit der Group of 30. Da gibt es im Hintergrund noch die Bilderberger und viele andere so kleine Gesellschaften und die spielen sich alle gegenseitig die Bälle zu. Interessant ist, dass es auch so etwas Ähnliches wie das World Economic Forum in China gibt. Das ist das International Finance Forum. Das hat im letzten Mai in Peking getagt. Und wenn man sich danach da anguckt, wer da im Vorstand sitzt und im Beratergremium sitzt, da fallen einem auch wirklich die Augen aus dem Kopf. Da sitzen Leute wie Christine Lagarde, Kristalina Georgieva vom IWF. Da sitzt aber auch ein Horst Köhler, ehemaliger Bundespräsident, ehemaliger Chef des IWF. Da sitzt ein Manuel Barroso, ehemaliger EU-Chef. Der EU-Kommission, also da ist die ganze westliche Elite auch vertreten. Und was ganz interessant ist, dass auf diesem Forum, das hat im Mai stattgefunden, da hat einer der größten, der höchsten Vertreter der chinesischen kommunistischen Partei über die Einführung der digitalen E-Yuan gesprochen. Und er hat allen Ernstes gesagt, dass der E-Yuan möglicherweise auf dem Netzwerk von entweder Ethereum oder Libra herausgebracht werden könnte. Und nicht Libra, Entschuldigung, Diem. Yeah. Und Diem ist die Nachfolge-Kryptowährung von Libra. Und Libra ist die Kryptowährung von Facebook. Also das heißt, dass es im Hintergrund eine Zusammenarbeit zwischen der chinesischen kommunistischen Partei und dem digital-finanziellen Komplex im Westen geht. Und ich schätze, dass man auf diese Weise versuchen wird, den digital-finanziellen Komplex Chinas, nämlich Tencent, Alibaba und so weiter, kaltzustellen. Und dementsprechend würde auch da in das Bild hereinpassen, dass Jack Ma, der auch wieder vom WEF ausgebildet wurde, inzwischen in China kaltgestellt ist. Also da bilden sich immer neue Fronten, aber das Interessante ist, diese Fronten kümmern sich... Das ist krass, ne? Boah, das ist voll interessant, aber finde ich. Also so mal ein bisschen da einen Eindruck zu bekommen. Der Typ scheint wohl echt richtig in diesem Finanzwelt-Thema, Technologie-Thema auf der Welt, wer mit wem, wo, in welchen Organisationen sitzt. Krass. Überhaupt nicht um nationale Grenzen, die gehen über alle Grenzen hinweg und da bilden sich ganz neue Machtzentren in unserer Welt. Jack Ma, der Alibaba. Borninho22, danke für die 100 Bits, Bro. Ich küsse dein Herz. Thank you for the support, man. Skrrr. Owen sozusagen, also der Jeff Bezos der asiatischen Welt. Genau. Wie passt es dann dazu? Darüber haben wir beide zwar schon Videos gemacht, dass jetzt dieses Vermögensregister auf Seite der EU entsteht, eine Machbarkeitsstudie zu einem Vermögensregister, wo jeder Mensch in Zukunft seine Vermögenswerte, egal ob Edelmetalle, Immobilien, Bitcoins, Aktien und sonstige Assets, hinterlegen soll. Ist das eine chinesische Idee oder haben wir eigentlich gar keine China, Europa, amerikanische Verhältnisse mehr? Das ist alles schon vernetzt. Also das ist immer geringere Transparenz für den Bürger, ja. Und eine immer höhere Intransparenz für die Machenden. Ja? aber es gibt 17 finanzrepressive Maßnahmen, die sind aber auch dringend nötig, weil alle schrumpfen.
Oh shit, Hallo ist auch am Start. Was geht, Bro? Alles gut? Wir haben die Gürtel zusammengezogen, nur leider nicht der Staat, der auf 60% der Wirtschaftsleistung in Deutschland und in Europa geht. Das ist ab ungefähr 30% extrem ungesund, Rekordverschuldung. Und das Vermögensregister, ja, ich gebe euch mal eine kleine Zahl. Also offiziell haben wir ja nur so 70% Verschuldung zur Wirtschaftsleistung. Aber das haben nicht nur wir ermittelt, sondern erstklassige Professoren, liegt die bei 440%. Ja, und das ist so grob so eine Zahl, so um die 8, 9 Billionen Euro. Lass das mal stehen, 9 Billionen Euro. Das ist aber ironischerweise der Bestand der privat gehaltenen Immobilien in Deutschland. Ist das ein Zufall? Nein, natürlich nicht. Und da muss man ran. Und wir hatten seit 1800 schon 8 Enteignungswellen. Mhm. Es war immer irgendwas mit Immobilien, ja. Und das ist immobil, das kann ich mir holen. Also wenn ich meine Ausgaben ins Endlose dehne durch Ideologien und Technologien, die noch nicht ganz ausgereift sind, schlecht investiere, überall Staatsgarantien für Zombieunternehmen abgebe, Daimler-Benz subventioniere für E-Autos, damit sie eine Dividende zahlen können. Also diese furchtbare Inzucht dieser elitären Strukturen auf unseren Kosten, das muss ja bezahlt werden, ja. Und was macht man dann? Man holt sich die sogenannten niedrig hängenden Früchte. Das ist immer dasselbe. Das sind die Privatvermögen, also das Ersparte. Und das ist das Immobile. Und die Eliten lachen sich kaputt. Versucht doch mal, eine Liechtensteiner Stiftung zu riskieren. Oder einen gemeinnützigen Verein, der intelligent in Österreich aufgesetzt ist. Das sind ja nicht nur ausländische Modelle. Oder eine smart strukturierte Genossenschaft aufzubrechen. Da müsste es ja den ganzen Volksbanken, Raiffeisenbanksektor implodieren lassen. Und deswegen siehst du auch in den Tabellen der reichsten Deutschen unter anderem relativ wenig Mobilität. Und da wird schon wieder gesägt da drüben. Gib mir die Segi-Vibes, ja, der soll mal ein bisschen Holz abdrücken. Mein Holz ist langsam. Weil Eliten das Spiel im Griff haben und die sind wiederum auch in diesen Foren präsent, sind ja nicht alle. Florian finde ich manchmal ein bisschen anstrengend zu folgen. Manchmal. Mit Milliardäre wie Bezos, sondern es ist eine Riesenphalanx von alten, eingesessenen Namen, ist auch noch drin. Die vergisst man sehr leicht. Die haben aber auch noch Ambitionen. Die spielen da auch mit. Und die wiederum setzen ein ihre Erfüllungsgehilfen. Manchmal muss ich mich fragen. Drück 50% Holz ab, Lan. Drück ab, Mann. Zahl Schutzgeld an meiner Köln. Die Kernfrage ist, für wen arbeitet ihr? Wie viel verdient ihr? Interessiert euch nur die Bohne? Um die 80 Millionen Menschen, die hier leben und gut leben wollen? Die Antwort darauf ist sehr oft nein. Und es darf niemand überrascht sein. Und deswegen tragen wir dazu bei, ganz mit seinen Recherchen, ich wahrscheinlich mit meinen wirtschaftlichen Perspektiven, damit das endlich mal klar wird, wie der Hase hier. Es ist sehr schön und sehr gut, durch YouTube und durch so Menschen wie Florian, aber auch andere Leute wie KenFM, auch ein Belasch, ein Carsten Stahl, ich, alle Leute, die Nikolai Binner auch, es gibt viele Leute, die Leute dazu anregen, einfach sich mehr Gedanken zu machen als das, was präsentiert wird. Die versuchen zu verstehen, was wirklich passiert. Und ich finde gerade solche Menschen wie auch Ernst Wolf und Florian Homm, die halt schon sehr viel Erfahrungen haben, gerade in diesem finanzwirtschaftlichen Bereich auch mit Eliten etc., die haben teilweise, also ich weiß, dass ein Florian Homm selber auch Milliardär war oder ist, ich glaube war, und dadurch halt mit sehr vielen Menschen auch an Tischen saß und Einblicke bekommen hat hinter den Kulissen, die er jetzt mit der Öffentlichkeit teilt, und es ist brutal wertvoll. Läuft. Ich finde das ganz interessant, was du gerade erwähnt hast mit dem alten Geld und dem neuen Geld. Also diese Einteilung kann man übrigens ganz oben an der Spitze ganz gut sehen. Wenn man nachguckt, wer sind die größten Aktionäre von BlackRock, dann liegen die offen. Also der größte Aktionär ist Vanguard. Aber die anderen Aktionäre, die kann man auch nachlesen. Wenn man das Gleiche bei Vanguard tut,
findet man gar nichts. Und das, der Hintergrund ist der, dass das alte Geld bei Vanguard drin steckt. Und die alten, das alte Geld, das sind natürlich Sachen, die über Jahrhunderte, Reichtümer, die über Jahrhunderte angehäuft wurden. Und da arbeiten ganze Armeen von Rechtsanwälten, um dieses Geld vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Und die haben das wirklich teilweise sehr gut gemacht. Also man hat heute sehr, sehr große Mühen herauszufinden, wo sich dieses ganze alte Geld verteilt. Das ist crazy, wenn du überlegst, Mann. Überleg mal, so komm, überleg mal, auch wie machtgeil und wie geldgeil diese Menschen sein müssen. Die gehen dafür über Leichen. Es muss einem wirklich mal bewusst werden und bewusst sein, über was für Summen wir da reden und über was für Menschen wir da reden, die solche Dinge tun über Jahrhunderte. Weißt du, wie ich meine so? Das können keine Philanthropen, keine Menschen sein, die Menschen helfen wollen. Sonst würden dieses Geld nehmen, diese Welt vom Hunger befreien. So. Dass Menschen sterben. Es gibt Menschen, die beschäftigen Menschen, um ihr Geld zu verstecken, während auf der anderen Seite der Welt Menschen sterben, weil sie nichts zu essen haben, Digga. So funktioniert diese Dreckswelt, in der wir leben. Thema vielleicht auch für den Zuschauer. Der Lastenausgleich ist ja jetzt nichts, was in der Vergangenheit nicht schon da gewesen wäre, sondern die Menschen waren eben verpflichtet, auf ihre Immobilie, egal ob bezahlt oder unbezahlt, eine Last aufzunehmen, die einem der Staat aufgebrummt hat, um sich zu entschulden. Mit einer Immobilie ist man nun mal immobil, also kann nicht weglaufen. Aber welche Möglichkeiten hat denn der, ich sage jetzt mal, einfache Sparer? Aus eurer Sicht, vielleicht beleuchten wir auch mal das Thema Edelmetalle, weil ich glaube, hier an der Stelle gibt es eben viele Möglichkeiten, sich noch vom Staat oder von den Fängen des Staates ein Stück weit autark aufzustellen. Wie würdet ihr denn demjenigen, der vielleicht 100 oder 1000 Euro im Monat sparen kann, empfehlen, sich aktuell gegen diese Gefahren finanziell abzusichern? Okay, ja, also ich denke, also auf jeden Fall über Sachwerte. Es ist ja ganz klar, wenn das Geld an Wert verliert, dann muss man in Sachwerte gehen. Und bei den Sachwerten sind die Edelmetalle einfach über 5000 Jahre die richtige Lösung gewesen, wobei man ein bisschen differenzieren muss. Also wer jetzt meinetwegen so im Monat mal 300, 500 Euro übrig hat und sich vor den Unbillen der nächsten Zeit schützen will, der ist wahrscheinlich nicht gut beraten, wenn er sich irgendwie versucht, ein Kilo Gold zu kaufen, sondern der ist wahrscheinlich viel besser dran, wenn er sich Silber kauft. Weil wer ein paar Silbermünzen besitzt zu Hause, der wird auch seine normalen Einkäufe damit irgendwann tätigen können. Und ich denke, wenn wir solche Szenarien erleben, wie zum Beispiel einen Blackout oder sowas, was im Cyberpolygon vorgemacht wurde, dass man an digitales Geld nicht mehr rankommt und man hat dann meinetwegen auch das Problem, dass normale Geld, das Bargeld immer weiter entwertet wird. Wirklich am besten beraten, wenn man mit einer Silbermünze irgendwo bezahlen kann, weil die Silbermünze, die heute, was weiß ich, 25 Euro kostet, die kauft mir meinetwegen das ein, was ich für eine Woche an Lebensmittelvorrat brauche. Und die wird das auch in einem Jahr oder in zwei Jahren selbst bei galoppierender Inflation noch können. Und deswegen kann ich den Leuten nur dazu raten. Insgesamt, ja gut, wer ein bisschen mehr Geld hat, man kann immer auf irgendwelche Kunstgegenstände setzen, aber im Großen und Ganzen, Sachwerte sind die Lösung in solchen großen Problemsituationen. Und natürlich die Vernetzung und das Tauschgeschäft. Also wenn ich viele Leute kenne und mit denen tauschen kann, wenn ich irgendwo einen Arzt habe, ich habe irgendwo einen Dachdecker, dann passiert so ein Sturm wie jetzt gerade vor ein paar Tagen, dann ist es wirklich gut, wenn ich den Dachdecker kenne und dann habe ich vielleicht selber irgendwelche Fähigkeiten, die ich... Einer sagt, Afrika hat so viele Ressourcen, die waren mal das reichste Land der Welt, der Kontinent. Afrika ist ein Kontinent, Bro. Und ja, das ist, das ist nochmal ein Thema für sich. Also Afrika und die Ausbeutung von Afrika und auch die Historie der Schwarzen und wie die Schwarzen hingestellt wurden in der westlichen Welt und das, was uns Sklaven gemacht wurden, das ist schon eine krasse Geschichte nochmal separat. Da können wir uns gerne auch mal ein Video zu angucken, habe ich auch das ein oder andere Video schon zu gesehen. Das ist auch sehr heftig, was mit dem Kontinent gemacht wurde, ausgeraubt, auch wieder von Europäern. Zur Verfügung stellen kann. Also das sind die Tipps, die ich den Leuten geben würde im Moment. Ich hatte ein interessantes Gespräch, bevor ich dich zu Wort kommen lasse, mit einem Agenten. Ja. Einem deutschen Volkswirtschaftsprofessor, der in Argentinien gelebt hatte. Und er hat mir eben davon berichtet, als dort die Hyperinflation eingetreten ist, wie es dann wirklich vonstatten ging, ja, und was dann wirklich noch einen Tauschwert besessen hat. Und hier sind wir natürlich als Edelmetallhändler auf der Seite zu verstehen, was... Ich glaube immer an das Gute und ich hoffe, dass irgendwann sich alles wieder normalisiert auf der Welt. Auch wenn es ein utopischer Gedanke ist, wenn man auch gerade so ein Video jetzt schaut und sieht, in welche Richtung sich die Welt entwickelt, daran zu glauben, dass irgendwann alles nochmal wieder gut wird, fällt schwer, aber ich darf diesen Gedanken und diesen Glauben nicht aufgeben, weil dann würde ich auch meine Lebensmotivation verlieren an der Stelle. Also immer an das Gute glauben, versucht selber gut zu sein, versucht dann euren Kreis gut zu behandeln, da die richtigen Werte zu vertreten und auf das richtige Wert zu legen.
Und so können wir es alle schaffen irgendwann, dass die Welt ein Stück besser wird und vielleicht sogar irgendwann wieder in eine gute Richtung geht. Wirklich eine Kaufkraft, wenn es knallt und was eben nicht. Und der Gedanke, dass Gold oder Silber als Tauschmittel alt oder altmodisch sind, mag vielleicht für die jüngere Generation, die alles mit der Apple Watch bezahlt. Aber wenn es darum geht, dass wir keinen Strom mehr haben, dass wir vielleicht den Blackout erleben, dass wir vielleicht keine Tauschmittel mehr haben, ist es unbedingt ein essentieller Vermögensbestandteil meines Erachtens, einen Anteil an Gold und Silber in physischer Form zu verwahren. Natürlich werden wir wahrscheinlich im Zuge des Triple Value Prinzips, des Drei-Speichen-Prinzips auch darauf kommen, dass Aktien dein Steckenpferd, die Kapitalmärkte oder vielleicht auch Immobilien oder andere Assets ihre Daseinsberechtigung haben. Ja, aber es macht schon Sinn, so ein paar Münzen am Start zu haben, so ein bisschen Gold und Silber ist nicht verkehrt, glaube ich. In der aktuellen Zeit halte ich es für enorm wichtig, Florian, dass die Menschen verstehen, dass sie was zum Anfassen brauchen, was man ihnen in den Zeiten schwer abnehmen kann. Und selbst wenn Goldverbote kommen, das hat ja die Geschichte gezeigt, nur ein Drittel der Menschen haben es wirklich noch besessen und dem Staat wirklich zurückgegeben, bevor es dann eine Veränderung im Geldsystem gab. Ich bin über deine oder auf deine Meinung sehr gespannt. Also erstmal die Vorstufe einer erfolgreichen Krisenbewältigung ist natürlich die Schutzstruktur, ja, und die rechnet sich tatsächlich ab einer Steuerlast für ab 2.500 Euro Steuern pro Monat und einem Vermögens schon ab 40.000, 50.000, weil in einer vermögensverwaltenden GmbH ist mein Steuersatz auf Kapitalgewinne ungefähr 5-6% der normalen privatlichen Versteuerung unter einer Haltefrist von einem Jahr. Und da gibt es also enorme Vorteile. Das ist immer schon mal die Basis. Wir müssen auch nicht super schlau sein. Eigentlich müssen wir nur das verstehen, was diejenigen machen, die von dieser Krise profitieren. Ich finde es unverantwortlich, weil bei allen denkbaren Szenarien, Stagflation, Inflation, Hyperinflation, Rezession, ja, negativen Systemik, Konvergenz und dann gibt es die sechste Wahrscheinlichkeit, alles wird gut, also maximal 10% Chance. Also bei 90% der Szenarien siehst du immer wieder dieselben Antworten. Also in der Stagflation war ganz klar, das beste Asset waren definitiv nicht Aktien, da hast du in 16 Jahren mal satte 70% real verballert, ja, also von 6 bis ungefähr 81. Und wenn du in den japanischen Aktienmarkt investiert hättest vor 1990, hast du nach 33 Jahren immer noch nicht dein Geld, wenn du damals im Höchstpunkt investiert hast. Und das sind so ganz lange Phasen. Also diese plakative Antwort, spart, 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 das kannst du nicht mal erzählen, der 50-Jahres-Horizont hat. Ja. Ja? Weil nach 10 Jahren sagt er sich, wir haben das immer wieder in Deutschland, wir haben diese 9 Millionen, die in Aktien investieren, dann steigt das mal auf 10, 12. Dann gibt es wieder den klassischen Crash, die Elite hat abkassiert, ausgecashed, ihr könnt mit den Verlusten da sitzen, dann geht das wieder auf 9 Millionen zurück, dann geht es wieder auf 12 Millionen hoch. Das ist wirklich ein dummes Bauernspiel letztlich. Aber was macht denn Bill Gates? Ist bereits jetzt wahrscheinlich angeblich einer der größten Eigentümer von agrarwirtschaftlichen Flächen. Good shit, Nahrungsmittel, basic Sachwert, Rohstoffe, wir haben eine ganz klare Elektrifizierung unserer Welt. Was brauche ich denn dazu? Ach, es könnte ja Kupfer sein, es könnte ja Aluminium sein. Bei der Digitalisierung ist Silber sehr relevant. Absolut. Also Silber ist wirklich ziemlich sexy als Zahlungsmittel und investiv. Das darf ich auch akkumulieren. Ich darf nicht immer alles auf einen Schlag kaufen und dann beten und hoffen. Ich bin sehr gläubig, aber die Hoffnung passt nicht in die Weltwirtschaft und das Anlageuniversum. Das ist sehr diszipliniert. Und natürlich weiß ich aus allen Krisen, dass wenn ich es schaffe, diese richtigen Perlen zu finden, diese Wachstumsunternehmen, neuen Technologien, nicht so einfach. Es ist uns aber zweimal gelungen in den letzten 4 Jahren mit einer Rendite von 1000%, wenn man diesen Sachen gefolgt wäre. Denen ist es vollkommen egal, wie die Wirtschaft läuft. Die haben eine echt gute Nische entwickelt. Das ist eine Sache. Ich habe diese Dividenden-Zinssubstitute. Mann! Wir haben die höchsten negativen realen Zinsen seit Ewigkeit. Das gab es noch nie, sowas, was wir gerade erlebt haben. Da muss ich mich fragen, wer profitiert davon? Ist zwar nicht schön, ist nicht so richtig gesund, aber wenn ich mir einen Korb zusammenstellen kann, Krise, Leute nehmen komischerweise, sie haben kein Geld, die kaufen aber mehr Drogen. Ja? Mhm. Okay, ich bin selber Raucher, also mea culpa, das ist sogar noch strohdoof von mir, aber ich werde deswegen wahrscheinlich nicht aufhören und dann kriege ich ein Basket von sehr, sehr nicht zyklischen, vielleicht antizyklischen Tabakwerten mit einer Dividendenrate von 10-11%. Wo ist das Problem? Oder ein Wasserversorger in... Die haben noch 2 weitere Videos hochgeladen. Naja, ich weiß, auf jedem Kanal 1. In China mit... Kann man vielleicht morgen reinschauen. Schlappen 8-9 Mal gewinnen.
entdeckt bei 6% Dividendenrendite wächst mit 15-20%. Das Zeug ist da draußen. Mhm. Und weil schon viele Regionen so auf die Mütze bekommen haben, wie Asien, teils Südostasien, Südamerika und der Ostblock Russland. Ich meine, wir leben ja noch im investiven Schlaraffenland in Europa und in den USA mit absurden Bewertungen. Da tun sich schon schöne Sachen aufbauen. Also ich bin sehr guten Mutes, dass man hier nicht verzweifeln sollte und Panik machen sollte. Es ist eigentlich so eine Phase, wenn man es wirklich abgedreht macht, ist die profitabelste Großbank der Welt, auch aufs Eigenkapitalrendite bezogen, die JP Morgan Bank von den Großbanken, entstand durch Leerverkäufe im 1929er Crash. Also wer sich dann wirklich in Sachwerte investieren will, der sollte mal mit sich auch noch anfangen und seinen Bildungsgrad erhöhen, dass er tatsächlich nicht ein Krisenpaniker und Verzweifler wird, sondern die Materie gut versteht und damit arbeiten kann. Das ist nicht verwerflich. Wir müssen uns aus der Opfermentalität, auch nicht in eine Tätermentalität bewegen, sondern mit diesen Krisen, sagen wir mal, etwas entspannter und wissensfundierter umzugehen. Ja, sonst würden wir unsere Kanäle wahrscheinlich nicht machen, oder Ernst? Ich denke, das Zeitalter der Verbote und der Steuern und gerade das, was sich hier im Hintergrund auftürmt, ist unbedingt ein wichtiges Argument dafür, dass Sie für sich die richtigen Entscheidungen fällen. Und genau aus diesem Grund haben wir diesen Ratgeber geschaffen. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, den wird es unter dem Video zum Download geben. Das Gespräch wird gleich fortgesetzt. Also für denjenigen, der nicht genug bekommen kann, schauen wir jetzt mal beim Ernst drüber auf den YouTube-Kanal und auf meinen YouTube-Kanal. Prepare for 2030, also haben die quasi ein Buch zusammengeschrieben, wa? So ein Ratgeber. Korrekt. Gute Kombination aber auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, das Video anzugucken, war sehr interessant. Man hat die ein oder andere Sache auch wieder gelernt. Finde ich gut, dass es mittlerweile Menschen gibt, die ihre Einblicke in diese ganze Finanzwelt, Eliten etc. auch teilen mit der Öffentlichkeit. Feier ich, Bruder. Fühle ich, feier ich. Prägt sogar ein bisschen, oder Freunde? Was sagt ihr dazu?